Hey Leute, es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In diesem Video möchte ich einmal zeigen, wie ihr denn euren USB-Stick bzw. euer Speichermedium eurer Wahl ganz einfach für macOS und Windows formatiert und auch, dass ihr es auf beiden Systemen benutzen könnt. Also, viel Spaß! Ich denke mal, viele von euch mussten es leider vielleicht auch schon schmerzhaft spüren. Windows-USB-Sticks kann man nicht so einfach auf macOS öffnen und auch macOS-USB-Sticks, also die man hier formatiert hat und hier einwandfrei benutzen kann, kann man nicht so einfach unter Windows öffnen und da benutzen. Ja, das ist manchmal ganz schön doof, gerade wenn man Dateien zwischen verschiedenen Betriebssystemen austauschen möchte. Also wenn ihr jetzt einem Freund oder Freundin einen USB-Stick geben wollt mit einer PowerPoint drauf, dann müsst ihr halt darauf achten, welches Betriebssystem hat der und so weiter. Es gibt allerdings eine Möglichkeit, wie ihr einen USB-Stick formatieren könnt, dass er auf beiden Geräten funktioniert. Und zwar: Als allererstes würde ich sagen, schließt ihr euren USB-Stick an, dann sollte er hier auf dem Desktop erscheinen. Wichtig ist, das Formatieren, dass es für Windows und für macOS klappt, glaube ich, überwiegend nur auf macOS selber. Windows kann das, glaube ich, nicht. Und dann müsst ihr einfach das Festplattendienstprogramm einmal öffnen. Für Leute, die es noch nie gesehen haben oder geöffnet haben, ihr könnt das entweder über Command und Leertaste finden, Festplattendienstprogramm und dann öffnen, oder ihr öffnet hier das Launchpad. Und dann klickt ihr auf Andere und dann auf Festplattendienstprogramm. So, hier seht ihr nämlich alle Festplatten. Wenn ihr jetzt hier auf Alle Geräte einblenden klickt, dann seht ihr nochmal eine höhere Ebene und dann seht ihr hier extern. Das ist euer USB-Stick, den ihr angeschlossen habt. Und dann seht ihr hier, in welchem Format er ist, Master Boot Record. So, wir wollen jetzt formatieren und ich will euch einmal erklären, was es da für Möglichkeiten gibt. Ihr könnt jetzt hier auf Löschen klicken. Dann könnt ihr den Namen eintippen. Hier könnt ihr zum Beispiel ganz lange Namen eintippen. Allerdings, was auch interessant ist, wenn ihr das jetzt ändert, zum Beispiel hier auf GUID-Partitionstabelle und dann das, dann könnt ihr nur eine begrenzte Anzahl eintippen. Also es hängt auch vom Formatierungssystem ab, wie lang euer Name sein kann und da sind halt verschiedene Abhängigkeiten und noch mehr Zweigungen. Wichtig für euch ist erstmal nur, Name kann unterschiedlich lang sein, je nachdem welches Format, und ihr müsst halt das richtige Format und Schema auswählen. Also, es gibt hier verschiedene Sachen. Apple-Partitionstabelle, dann habt ihr natürlich nur die Formate als Auswahl. Wenn ihr Master Boot Record nehmt, habt ihr nur die zur Auswahl, das ist auch fast dieselben. Wichtig ist jetzt GUID-Partitionstabelle, ein bisschen schwierig auszusprechen. Dann habt ihr nämlich ein paar mehr Formate zur Auswahl. Die von Apple sind macOS Extended und neuerdings auch APFS. Also die können alle nur macOS-User lesen. Die beiden Formate, ja. Wichtig ist jetzt, dass ihr GUID-Partitionstabelle auswählt und dann seht ihr hier verschiedene Sachen. Wenn ihr MS-DOS auswählt, kann die Sache nur von einem Windows-PC gelesen werden. Deswegen müsst ihr hier das besondere EXFAT auswählen. EXFAT ist nämlich ein Format, das kann sowohl von Windows als auch von macOS gelesen werden. Deswegen tippen wir jetzt hier einmal den Namen ein, zum Beispiel USB, Win und Mac. Noch ein Unterstrich dazwischen. So, und dann klicken wir hier auf Löschen. Sicherheitsoption, dann könnt ihr natürlich noch auswählen, wie oft es überschrieben werden sollte. In den meisten Fällen reicht das ganz schnelle, es sei denn, ihr wollt jetzt den USB-Stick verkaufen oder an Dritte weitergeben und da sind wirklich ganz sensible Daten drauf. So, ansonsten schnellste Variante, löschen. Jetzt wird er gelöscht und ihr klickt auf Fertig und dann seht ihr hier EXFAT. Und dann könnt ihr ihn ganz normal öffnen und könnt ihr Sachen reinpacken. Und dann könnt ihr ihn rausziehen aus eurem Mac und in einem Windows-PC reintun. Und da könnt ihr ihn auch benutzen und Sachen draufziehen. Könnt ihr jetzt hier nochmal auf Informationen klicken und dann seht ihr jetzt auch nochmal, wie viel Speicher der hat und halt in welchem Format der ist, in EXFAT. Hier ist ein bisschen komisch, achtet da am besten nicht drauf, 1970, ein bisschen komisch. Und ja, das Format gibt es auch schon ein bisschen länger, das heißt, das sollte ihr auf jedem Mac eigentlich finden und das so formatieren. Ja, das war es auch schon von dem Video. Kurz und knackig, allerdings soll es ja darum gehen, dass ich euch helfen konnte und ich hoffe, das konnte ich auch. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und euch aus der Lage rausgebracht, dass ihr einen USB-Stick übergeben habt, den die andere Person gar nicht lesen und öffnen konnte, geschweige denn dann
seine Dateien darauf packen konnte. Das soll jetzt behoben worden sein. Wir sehen uns in einem nächsten Videos. Bis zum nächsten Mal. Ciao.